Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder mal bei mir auf dem Kanal zu einer Folge Kallebach. Jo, die hat es mir jetzt ein bisschen angetan, die Map. Und wer den Stream nicht verfolgt hat am Dienstag, da haben wir ja ein bisschen was geschafft, 2 Stunden lang, haben Felder geerntet, die Ballen eingesammelt und die Kühe gefüttert und schon mal die Felder vorbereitet, gekruppert, gekalkt und ähnliches. Und in der Zwischenzeit habe ich auch schon mal die Grasfelder gedüngt. So, jetzt haben wir 15.07 Uhr und wir sind immer noch im August und ich habe mir jetzt ein bisschen überlegt, was können wir denn jetzt hier auf der Kallenbach noch machen? Denn mir ist ja Folgendes aufgefallen, die Kühe, jedenfalls Status Quo im Moment, geben ja keinen Mist. Wir werfen Stroh rein, aber wir kriegen keinen Mist, denn Mist brauchen wir, denn ihr seht es schon hier an den Triggern, ich habe hier jetzt diesen kleinen Schrebergarten gekauft, der klassisch hier Tomatensalat und Erdbeeren gibt und ihr seht, dann braucht man Saatgut, Mist und Wasser. Das ist eigentlich als solches kein Problem. Saatgut haben wir noch ein bisschen am Hof. Wasser haben wir natürlich auch, können wir hierher bringen. Aber Mist, da habe ich mir jetzt, wie gesagt, ein bisschen Sorgen gemacht. Denn unsere Kühe, wie gesagt, im Moment, ich habe zwar auch überlegt, ob man da irgendwo eine Mistplatte installieren kann. Aber so richtig scheint das nicht zu funktionieren. Das zeige ich euch gerne auch später, warum. Also gehe ich einfach mal davon aus, dass uns hier die Tierchen keinen Mist liefern, jedenfalls nicht unsere Kühe. Und ja, deswegen habe ich ein kleines bisschen rumprobiert. Und es steht hier nicht ganz ohne Grund der Manitou. Und ihr seht auch, dass ich hier einen Strohballen habe. Und ja, der erfahrene Landwirtschaftssimulator-Spieler wird auch gleich erkennen, wenn ich hier nämlich noch einen Grasballen drauf habe. Denn ihr erinnert euch vielleicht, da hinten das Grasfeld, da haben wir dann Ballen gepresst. Und da war doch der ein oder andere Ballen von der Größe unterschiedlich. Deswegen habe ich da 2 Grasballen übrig. Und wenn ich jetzt hier einen Strohballen habe und einen Grasballen und mich jetzt hier in diesen Manitou reinsetze und mal losfahre, dann fahre ich jetzt mal in die Richtung über den Bach rüber und zwar zu einer Tierproduktion, zu einem Tierstall, den ich jetzt hier gekauft habe und zwar die Schafe. Es ist klar, ne? Also, es sind nicht die Schweine, weil da hätten wir auf jeden Fall auch im ersten Moment ein bisschen mehr zu tun. Deswegen habe ich jetzt mal den Schafstall gekauft und um genauer zu sein, sind es ja sogar 2 Schafställe mit ein paar Tierchen drin. Und mir ist Folgendes aufgefallen und das zeige ich euch jetzt gleich, wenn wir da hinfahren. Da müssen wir hier den Berg hoch, dann hier links abbiegen und dann haben wir hier 2x Weide für Schafe. Und ihr seht es vielleicht schon hier an den Triggern. Da haben wir einmal Wasser, interessanterweise. Diese Schafe brauchen Wasser. Und witzigerweise, man sieht es jetzt nicht direkt hier, aber wenn man hier die Hütte noch aufmacht, dann sieht man, dass hier 2 Trigger drin sind. Und wenn ihr jetzt rechts unten hinschaut, dann sieht man hier Mist. Witzigerweise. So, jetzt gehe ich mal nochmal rüber hier zu dem anderen. Und hier sehen wir nur Tiere, Gesundheit, Nahrung, Wasser. Also es scheint so, als würden die Tiere hier Mist liefern, wo auch immer. Ich überlege die ganze Zeit, wo könnte denn jetzt hier die Mistplatte sein? Hier wird ja die Wolle kommen. Wir haben jetzt auch keinen Trigger. Wir werden sehen, wir werden sehen. Also irgendwo soll doch hier dann Mist kommen. Ich meine, hier ist ein ganz normales Lager. Auch ein Ballenlager. Aber ich sehe jetzt direkt keine Mistplatte. Also lassen wir uns überraschen. Wir werden es einfach ausprobieren und testen. Und deswegen heißt es, jetzt erstmal Motor an und die Tierchen füttern. Und jetzt schauen wir mal, was wo wie passiert, wenn wir hier die Ballen reinbringen. So, deswegen werde ich jetzt auch erstmal hier die Ballen ablegen. Okay, dann schnappen wir uns mal das Gras. Und aus irgendeinem Grund haben wir im Prinzip jetzt 3 Trigger, ne? Einen da und im Stall, beziehungsweise in der, auf der Weide, das ist auch ein Trigger. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir den hier reinlegen.
Also der verschwindet schon mal. Dann gucken wir jetzt mal bei den Tierchen rein. Und da haben wir ja einmal die Bentheimer und einmal die Schwarzbraun. Und die, da haben wir jetzt tatsächlich das Gras drin. 3564. Ja. Okay, 3564. Interessant. Und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn wir an dieselbe Stelle auch jetzt das Stroh reinlegen. Ich vermute ja, um ehrlich zu sein, fast, dass wir das Stroh in der Weide reinlegen müssen. Aber wir werden das Ganze jetzt hier erstmal ausprobieren. Ich bin mal gespannt, was sich der Kalle hier wieder dabei gedacht hat. Weil ganz so normal ist das ja nicht. Huch. Nochmal hoch. Okay. Stroh verschwindet nicht. Nein. Stroh bleibt. Wir nehmen mal das Stroh wieder raus. Machen dann da drüben das Gatter auf. Und dann schauen wir mal. Obwohl, das müssen wir gar nicht. Wir können das ja einfach über das Gatter rüberwerfen. So, ich hoffe, dass hier der Ballen sich jetzt nicht das Lager den Ballen schnappt. So, Dele, wir schauen mal, was passiert, wenn wir das jetzt hier einfach rüberwerfen. Komm. Und? Da passiert auch nichts. Nee, da passiert auch nichts. Okay. Heißt das jetzt tatsächlich, wir müssen... Augenblick mal. Nee, wir haben noch kein Stroh. Okay, okay, okay. So, probieren geht über studieren. Dann werden wir jetzt hier mal zum Glück den Teleskopladerarm etwas ausfahren. Und dann schauen wir mal, ob hier das Stroh jetzt genommen wird. Okay, also jetzt haben wir es. Da wird das Stroh genommen. Genau hier zeigt er jetzt das Stroh an. Interessanterweise 5035, weil wir haben eigentlich nur 5000 reingeworfen. Und beim Gras waren es 3,5. Okay, spannend. Dann lassen wir uns mal überraschen, wann er hier... Na, komm, fahr wieder ein. Weil dann werden wir jetzt nochmal den zweiten Grasballen. Auf dem Feld da hinten haben wir ja noch einen zweiten Grasballen. Und ich bin mal gespannt, wann hier steht, dass er... Ja, wir werden jetzt ein kleines bisschen die Zeit... Wir machen mal dreifach. Und ich bin mal gespannt, wenn er anzeigt, dass Stroh da ist, wo dann dieses Stroh da ist. So, wenn ich richtig weiß, können wir eigentlich auch hier geradeaus fahren. Gut, da kommt Verkehr. Dann können wir nämlich auch hier geradeaus fahren, dann hinten rum über den Teich, beziehungsweise über den Bach. So, ich muss jetzt doch das Kärtchen mal anmachen. Nee, da kommen wir nur aufs Feld, da ist eine Feldeinfahrt. Wir müssen dann tatsächlich hier jetzt die Serpentinen runterfahren. Ja, und da unten haben wir dann auf jeden Fall dann unseren zweiten Ballen. So, hier geht es auch ins Feld rein. Sehr schön. Und dann holen wir uns den Ballen und werden noch die anderen Schafe schon mal füttern. Und das Besondere ist ja hier auf dieser Map, dass die Schneiderei wohl aus den Ballen, wenn ich das richtig verstanden habe, aus der Wolle gleich Kleidung macht. Sodass wir da hoffentlich noch einen höheren Ertrag haben. Das werden wir dann antesten. Und die Schneiderei ist ja im Dorf. So, dann fahren wir mal wieder zurück. Ah, wir können natürlich auch hier lang fahren, ne? Direkt hier am Bach entlang. Ja, und dann sind wir mal gespannt. Also, wie gesagt, wir testen hier mal ein bisschen die Kallebach an und schauen, was sich hier der Kalle gedacht hat mit den verschiedenen Tierproduktionen. Denn es ist auf jeden Fall ein kleines bisschen anders vom Handling. Da ist wieder so ein bisschen Yogi verdächtig, der ja auch sich immer ein bisschen was einfallen lässt. So, da brettern wir einfach zwischen rein. In den fließenden Verkehr einfach einfädeln. Und dann werden wir noch Wasser holen.
Jetzt überlege ich gerade, ja, beim Kuhstall haben wir den Wassertrigger, nicht den Wassertrigger, da haben wir unser Wasserfass. Dann holen wir noch schnell Wasser und dann müssten auf jeden Fall die Schäfchen erstmal versorgt sein. Und dann werden wir uns noch ansehen, wie wir das ganze Material dann letztendlich ja auch dorthin bringen, weil das wird nicht so einfach werden. Denn es ist ja im Dorf alles eng, 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 eng. So, theoretisch müssten wir den auch nur dahin legen. Huch. Na? Ja, ach du Schande. Ist der schon voll? Sind für die Tierchen, ist da das Futter schon voll? Tatsächlich, okay. Bei denen ist noch Luft, also schmeißen wir da den Restballen bei den anderen rein. Aber schön, dass hier der Kalle mitgedacht hat und uns die Möglichkeit gibt, auf jeden Fall hier die Ballen einzuwerfen. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Also, wenn ich, kann ich den Ballen jetzt hier einwerfen? Oder was ist das jetzt hier für ein Trigger? Ja. Und? Nee. Interessant. Huch. So. Okay. Also. Da müssen wir mal schauen. Oder ist da jetzt tatsächlich, kommt da der Mist? Aber das ist doch eine Abladestelle. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. So, jetzt machen wir hier noch den Ballen rein. Also, Stroh und Gras kommen hier rein. Und weg ist er. Also, nochmal durchchecken. So, Nahrung 6000, Stroh voll, Gesundheit, das wird schon. Mist, Strohpellets, interessant. Und separierte Gülle, okay. Separierte Gülle. Ich bin etwas irritiert. Ich habe so das Gefühl, dass da irgendwas angepasst, aber noch nicht so. So, kann man das Gatter überhaupt aufmachen? Augenblick, ich muss die Hilfe einschalten. Tiermenü öffnen, springen. Okay, also das Gatter kann man überhaupt nicht aufmachen. Tiermenü geht, oder? Ja, okay. Aber was ist dann da zum Einwerfen? Boah. Oder vielleicht doch der falsche Trigger, dass dann hier Miste entsteht und dass er dann doch hier... Also hier wird auf jeden Fall die Wolle ankommen. So, wo kommt hier die Wolle an? Die wird dann hier spawnen. Okay. Ja. Wir werden sehen, es wird nichts helfen, wir werden sehen, wir müssen ein bisschen abwarten. Noch zeigt er keine Miste an. Stroh nimmt er. Wir haben ja auf der alte, auf der Neumini-Brunnen, haben wir ja auch am Berg einen Schafstall installiert, der auch Stroh anzeigt und wir haben da auch Stroh reingeworfen. Allerdings wird der Stroh dort nicht verbraucht. Also das war dann mehr oder weniger für Umme. Und wir werden gespannt sein, was uns hier blüht, als im dümmsten Fall kriegen wir gar keine Miste. Und dann haben wir natürlich ein kleines Problem mit unserem Schrebergarten. So, wir werden da jetzt mal kurz vorbeifahren und mal einschalten. Ah, da hätte ich ja schon links fahren müssen, ne? So. Dann werden wir hier mal die Produktion anwerfen und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Denn sonst fehlt uns hier ein kleines bisschen der Kreislauf. Okay, so, jetzt schauen wir mal. Wir brauchen für Tomaten 2x Mist 12 Wasser. Hier brauchen wir 1x Mist 20 Wasser. Und auch hier brauchen wir 1 Mist 12 Wasser. Also ich persönlich würde auf jeden Fall... Ja, Saatgut brauchen wir überall gleich viel, um den Mist ein bisschen in Grenzen zu halten. Und auch das Wasser werden wir hier Erdbeeren, interessanterweise. Interessanterweise brauchen wir für Erdbeeren weniger Wasser als für Salat. Wir werden hier mit Erdbeeren anfangen und die werden wir auch behalten. So, Vorsicht, nicht in die Piekser reinstechen, reinrennen. Dann werden wir jetzt mal wieder zum Hof zurückfahren.
Ah ja, und das wollte ich euch zeigen. Also hier müssen wir eigentlich die Schneiderei, hier müssen wir eigentlich dann höchstwahrscheinlich unsere Wolle herbringen. Wir werden es sehen. Und dann soll er angeblich direkt Textilien machen. Und dann gehen wir noch schnell unser Wasserfass füllen, bringen dann noch das Wasser zu den Schäfchen und dann haben wir, glaube ich, dort unsere Arbeit soweit erstmal erledigt und dann können wir die Produktion laufen lassen. Und Hintergrund ist natürlich, dass wir hier auf der Map nicht allzu viele, naja, ich sag mal, Einnahmequellen haben, denn alles ist ja hier ein bisschen kleiner. So, mit wem holen wir denn unser Wasserfass? Da ist doch er hier prädestiniert dafür. Oder unser wunderschöner Case. Und ich hatte auch überlegt, ob ich hier diese Wiese noch kaufe. Aber Gras und Silage haben wir eigentlich, Heu haben wir im Moment genug. Da müssen wir eigentlich jetzt noch nichts kaufen, denke ich. So, das Schöne nämlich an dem Case ist, dass man wenigstens hier eine Übersicht hat. Schnell. Im Gegensatz zum Beispiel zum Fendt, da fehlt es einem immer ein kleines bisschen an der Übersicht. Sodele. Und jetzt will ich mal ganz kurz euch zeigen, wenn wir sowieso hier sind. Denn ich hatte eigentlich überlegt, so, Silo-Erweiterung hatte ich überlegt, ob er tatsächlich hier... Das hier vielleicht dann das Ganze, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es hierher kommt, weil es passt einfach nicht. Man kann das ja nur immer im 90-Grad-Winkel hier kippen und richtig irgendwie dahin passen würde es einfach nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass hier wirklich irgendwo, ja, diese Mistplatte hinkommt. Ansonsten würde es auch etwas anders aussehen. Und wir sehen auch Stroh, aber es steht hier nirgends Mist, ne? Ich habe dann auch gedacht, ich laufe mal hier rum. Weil vielleicht zeigt er dann irgendwann mal hier Miste an. Aber das tut er nicht. Ne? Also, keine Ahnung, ob eventuell der Mist hier drin spawnt. Und wir das dann richtig ausmisten müssen. Aber ich glaube auch nicht, denn wie gesagt, es wird kein Mist angezeigt. Lassen wir uns also hier mal überraschen. So, wir schnappen uns das Wasserfass. Das kleine. Und dann fahren wir hier rechts rum, weil dort können wir gleich Wasser tanken. Sudele, weil da geht es auch schon wieder zum Bach. Und der Kalle hat zum Glück zwei Wassertrigger hier installiert, sodass wir also eigentlich keine Probleme haben mit dem Wasser. Und das Wasser gibt es auch noch kostenlos. Hervorragend. So, Dele, 5500. Und dann fahren wir da hoch. Und da oben müsste doch eigentlich schon unser Schafstall zu sehen sein. Das ist halt das Schöne hier an der Map. Es ist halt alles leicht erreichbar, übersichtlich, klein, fein, aber... Oh, eine wunderschöne Map, die hier der Kalle wieder für uns gebastelt hat. Aber wir müssen auch ein kleines bisschen hier mal ausprobieren und testen und einfach auch erforschen, wie das Ganze hier funktioniert. So... Ja, das passt, oder? Da kommen wir rein. Sehr schön. Und jetzt müsste doch gleich der Trigger hervorragend. Es gibt nichts über große, wunderbar zu steuernde Trigger. Sehr, sehr gut. So, dann schauen wir mal. Was würden denn mehr... Ach, nee, wir erstmal laufen lassen. Erstmal sehen, ob sich das Ganze überhaupt rechnet und rentiert. So, jetzt haben wir hier auch 1400... Ach, da passt gar nicht so viel Wasser rein. Hervorragend. Da ist also voll. Ja, Produktivität müssen wir natürlich noch ein bisschen warten. Ja. Okay. Tja,
Dann würde ich doch sagen, Freunde, lassen wir uns einfach mal überraschen, wie es jetzt hier bei uns weitergeht. Hier auf der Kallebach mit der neuen Tierproduktion, die wir hier uns geleistet haben, nämlich die Schäfchen. Denn der Grund ist natürlich ganz einfach, die können wir mit Gras füttern, da müssen wir nichts extra groß anbauen. Die Schweinchen, da müssten wir wieder kräftig erstmal Material haben. Und Pferde, naja, ihr wisst ja, ist nicht ganz so mein Ding. Also, dann werden wir hier erstmal versuchen, mit den Schafen hier das große Geld zu machen. Wir werden es, wie gesagt, antesten und uns schauen, wie sich das hier entwickelt mit diesen unterschiedlichen zwei Schafweiden, die unterschiedlich auch zu bedienen sind. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Das soll es erstmal wieder gewesen sein von der Kallenbach hier bei mir auf dem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne ein Däumchen oder ein Abo würde mich freuen. Ich sage an der Stelle wie immer, tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.